Der Landesverband Baden-Württemberg beschäftigt sich hauptsächlich mit sozialen Aufgaben. Das heißt, wir beraten unsere Mitglieder in Rentenfragen, in Krankenfragen, in Krankenkasse, Pflegeform vor allen Dingen. Ja. Trotz dass Baden-Württemberg eines der Bundesländer ist mit der wenigsten Arbeitslosigkeit, haben wir aber auch fast 900.000 Arbeitslose. Und die werden natürlich auch von uns beraten. Und unsere Anwälte tun dann auch unsere Klientel, unsere Berater in den Sozialgerichten, Landessozialgerichten und auch bis zum Bundessozialgericht in Kassel werden sie dort vertreten. Wir haben in Baden-Württemberg natürlich in fast jeder Ortsgemeinde, in jedem Städtchen, in jeder Großstadt haben wir einen Ortsverband. Und da in den Ortsverbänden ist natürlich oder herrscht ein reges Vereinsleben mit Ausflügen, mit Muttertagsfeiern, mit Weihnachtsfeiern. Sie können sich dort ausreden, Sie können dort Besprechungen machen. Es wird natürlich dort auch beraten, gerade wie jetzt, wo die GEZ umbenannt worden ist. Da kamen viele Fragen, ich bin doch schwer behindert, was muss ich machen? Da kann man sich Rat holen bei uns. Nur gemeinsam sind wir stark. Umso mehr wir sind, umso mehr werden wir gehört. Einer der wichtigsten Gründe, bei uns Mitglied zu werden. Und vor allen Dingen, was auch ganz, ganz wichtig ist, bei uns wird man vertreten für ganz wenig Beitrag.